Wikinger Mission 2 stellt uns vor die Aufgabe, Vorräte zu besorgen. Genauer gesagt jeweils 50 Brote, Fische und Fleisch. Alternativ können wir auch 190 Met an den Zauberer auf der südlichen Insel liefern. Insofern trifft es sich gut, dass wir bereits mit 320 Fässer Met sowie 100 Mana starten. Die Bergkette im Nordwesten wird uns mit allen Rohstoffen versorgen, die wir benötigen. Sollte ihr aus irgendeinem Grund mehr Stein benötigen, gibt es im Südwesten einen weiteren Berg, der damit gefüllt ist. Die anderen Gebirge auf der Insel sind leer. Im Westen gibt es auch ein Grab mit 2 Schwertern und 5 Goldbarren. Im Nordosten gibt es eine Insel mit 32 Goldbarren. Nach 3 Erweiterungen bekamen einige Karten dieser wohl immer noch nicht das Memo, dass selbst wenn der Spieler von solchen Schätzen weiß, niemand für eine solche Menge auch nur daran denken wird, mit Handelsschiffen zu arbeiten. Auch wenn die Mission auf den ersten Blick wie eine typische Siedelmission wirkt, schweben wir tatsächlich in Gefahr. Je nach Schwierigkeit können wir nach 45 oder 20 Minuten per Fähre angegriffen werden. 2 weitere Angriffe folgen je nach Schwierigkeit alle 4 bis 10 oder 8 bis 15 Minuten. Da die KI aber dank fehlender Siedlung wenig Kampfkraft haben wird, solltet ihr mit einer Burg und etwas Kampfgeschick selbst zu euren Startsoldaten hinkommen. Trotzdem empfehle ich euch, mit Dieben das Gold vom Grab zu holen und einen großen Tempel zu rushen. Die 100 Mana allein sind als Geschenke schon wesentlich besser angelegt. Ich habe dem Magier das Met geliefert. Wenn ihr das auch tun wollt, findet ihr im Süden einen guten Ort für eine Werft und Häfen. Ich würde 2 Handelsschiffe und 2 Häfen empfehlen, beachtet aber, dass der Trigger tatsächlich der Mana-Bestand der blauen Siedlung ist. Das Met muss also erst geopfert werden, was mit 6 kleinen Tempeln aber schnell gehen sollte. Die Nahrung wird dann am Fluss in der Nähe des Sees deponiert. Ich habe jedoch festgestellt, dass ich mit der normalen Nahrungsproduktion weitaus schneller gewesen wäre. Das Met opfert ihr besser in einem kleinen Tempel, dann könnt ihr bei den Angriffen auch Kampfzauber nutzen. Eine Schwerindustrie, wie ich sie gebaut habe, ist dann nicht erforderlich. Ich mag zwar, dass diese Karte 2 Lösungswege hat, aber obwohl wir mit viel mehr Met starten, als wir liefern müssten, ist der Nahrungspfad viel einfacher. Hier fehlt etwas Feinschliff.